Der Vertrag von Paris ist angenommen. Erleichterung bei allen Beteiligten. François Hollande spricht von einem historischen Vertrag und fast alle stimmen ihm hier zu. Haben wir gehört und wir werden uns beraten. Doch wir fragen uns, warum ihr unser Land zu kaufen wünscht. Denn wir wissen, wenn wir nicht verkaufen, kommt ihr mit Gewehren, tötet unsere jungen Männer, nehmt euch einfach unser Land. Wir wissen, wir sind wilde, können deshalb nicht verstehen, wie man die Luft, das Wasser und die Erde kaufen kann. Wir sind selbst ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von uns. Auch das Wasser wollt ihr kaufen, all die Seen und die Flüsse. Sie nähren unsere Kinder und sie stillen unseren Durst. Kühlen unsere heißen Glieder, tragen unsere Kanus. Die klaren Bäche reden in den Stimmen unserer Väter. Sie sagen, dass die Prärieblumen unsere Schwestern sind, dass der Büffel, dass der Adler, das Pferd unsere Brüder, die Erde unsere Mutter und wir ihre Kinder sind. Sie nicht untergehen. Und wenn sie weiterleben, wird es auch Menschen geben, die sie hören und verstehen. Wir werden sehen. Wohin ihr kommt, verschlingt ihr alles Land in eurem Hunger. Fresst euch in den Bauch der Erde, die auch euch geboren hat. Dann geht ihr weiter, kümmert euch im Meer um ihre Wunden. Rodet neue Wälder und nichts als Wüste bleibt zurück. Die Leiden dieser Erde haben euch längst selbst befallen. Weil jeder, der die Erde anspuckt, sich auch selbst bespeit. So sind alle Dinge längst verseucht, sobald ihr sie berührt. Der Anblick eurer Städte, er beleidigt unsere Augen. Es gibt dort keine Stille, kein Ort, in dem man hört, wie der sanfte Hauch des Windes in Birkenblättern spielt. Der Wind, wie leicht und reiner, riecht nach einem Sommerregen. Oder schwer vom Duft der Kiefern in der Mittagssonnenglut. Kostbar ist die Luft für uns, weil alle Lebewesen, das Tier, die Pflanze und der Mensch denselben Atem teilen. Wenn diese Worte wahr sind, leben, wird es auch Menschen geben, die sie hören und verstehen. Wir werden sehen. Auch ihr atmet diese Luft, doch ihr scheint sie nicht zu spüren. Schon wie Sterne, die abgestumpft sind gegen den Gestank. Und ihr Bett beschmutzen, bis sie seinem eigenen Kot ersticken. Auch ihr werdet vergehen und dann am Untergang. Noch ein letztes Mal erstrahlen, so wie ein Wurzelstumpf. Wenn er in Fäulnis übergeht, nachts in den Wäldern leuchtet. Auch wenn Stamm und Krone längst zu Staub zerfallen sind.
mehr als 1000 Büffel sei sterben und verrotten. Aus einem Zug erschossen, der eilig vorüberfuhr. So erzählt der Büffel, unser Bruder, euer Feind. Doch wenn der letzte Büffel tot, das letzte wilde Pferd gezähmt. Der letzte Baum gerodet ist und ihr erkennen müsst, dass ihr Geld nicht essen könnt, wird dies das Ende eures Lebens und nur noch der Beginn eures Überlebens sein. Wenn diese Worte wahr sind, können sie nicht untergehen. Und wenn sie weiterleben, wird es auch Menschen geben, die sie hören und verstehen. Wir werden sehen. Wir werden sehen von Hannes Wader. Das ist ein etwas älteres Lied, erstmals erschienen auf der CD Glut am Horizont von 1985. Und ist auch ein Lied, das ich jetzt erst letztes Jahr kennengelernt habe, was mich aber gleich vom ersten Hören an mitgerissen hat. Einfach wegen dem Sprechgesang, was ja bei Hannes Wader nicht so häufig antrifft, wegen dieser sehr einprägsamen, rhythmisierten Melodie, die also mich persönlich auch so gleich an so Indianertrommeln erinnert hat, wegen diesem bassartig markanten Anschlag, auch gerade im Refrain, und natürlich auch wegen der Message, die ja zeitlos ist. Hannes Wader sagt ja, dass er diese Rede nach dem, dieses Stück nach der Rede des Häuptlings Seattle übernommen, dass er nur ganz wenig am Text verändert hat. Nun, leider hat er eine Version genommen, die wirklich nicht historisch ist. Es gibt insgesamt 3 Versionen von der Rede. Die erste hat keine ökologischen Inhalte und ist sich nicht wirklich sicher, wie gut die übersetzt worden ist, weil von der Sprache der Indianer bis hin zum Englisch, das der Gouverneur verstanden hat, wurde 2-mal zwischenübersetzt. Die zweite Version stammt aus der viktorianischen Zeit, ist also entsprechend romantisiert. Das sieht man zum Beispiel auch so an so Begriffen wie die Eisenbahn, die es zur Zeit von Seattle noch gar nicht gegeben hat. Und die dritte Version, eben die Hannes Wader und auch viele andere Künstlerinnen und Künstler inspiriert hat, so ein derartiges Lied zu schreiben, ist für einen Film, für einen Ökofilm aus den 1980ern namens Home geschrieben worden. Deswegen, das Lied spricht jetzt nicht von der Rede 1:1. Es hat jetzt nicht 1:1 aus der Rede aufgenommen. Einzige Ausnahme, dass wir werden sehen, nur hat der Häuptling Seattle das gemeint, wird, wir werden sehen, ob die Weißen und die Roten am Ende doch Brüder sein können. Finde ich auch eine zeitlose Message, aber natürlich auch das Ökologische, auch wenn es jetzt nicht ganz historisch ist, ist es für mich die Ureinwohner, man weiß ja, dass sie sich den Umweltänderungen angepasst haben und soweit ich mich erinnern kann und zu erinnern glaube, waren die Ureinwohner ja auch sehr ökologisch, was die Büffeljagd oder zumindest die Ressourcenschonung der Büffel aussah. Also, dass sie wirklich alle Teile des Büffels verwendet haben für ihr Tipi oder für ihre Kleidung und natürlich für den Verzehr zum Essen. Aber ich habe das Lied natürlich auch wegen der zeitlosen ökologischen Message ausgewählt, die jetzt 5 Jahre nach Paris, wie ich finde, neuen Anklang erhält. Was haltet ihr von diesem Lied? Hat es euch auch so mitgenommen wie mich? Schreibt es mir in die Kommentare. Damit bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, bleibt der Musik treu.